Also wenn die neuen Nvidia RTX 3000er-Karten wirklich so viel Power haben, dann sieht es für AMD eventuell düster aus. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Extra News, extra News. Ja, wirklich, so müsste ich das heutige Video eigentlich anpreisen, denn es reißt mich tatsächlich aus meinem normalen 2-Tages-Video-Rhythmus. Denn erst gestern veröffentlichte ich ja das Video mit den 10 Fakten zur PlayStation 5. Zu finden natürlich hier oben in der Infobox. Aber in den letzten Stunden gab es so viele fast bahnbrechende News, dass ich heute einfach nicht drum herum kam, ein weiteres Video zu produzieren, wenn ich so halbwegs aktuell bleiben will. Leider reicht es zeitlich aber nicht, um euch schon etwas zu den ersten Testberichten, Preisen etc. der RX 5600 XT von AMD zu berichten. Denn das NDA läuft leider genau dann aus, wenn das Video hier schon im Kasten ist. Naja, mehr News für ein späteres Video also. Aber wisst ihr was? Wir bleiben einfach direkt bei der Radeon RX 5600 XT, die ja heute, also am 21.01.2020 veröffentlicht wird und normal eher als Gegenspieler zur Nvidia GTX 1660 Ti zu sehen ist. Denn preislich und auch leistungsmäßig ist diese grob genau dort einzuordnen. Okay, sie ist mit 279 US-Dollar bzw. 299 Euro ein bisschen teurer, dafür aber auch etwas schneller. Und da der Gegenspieler von Nvidias RTX 2060 hier normal die RX 5700 ist, kann die RX 5600 XT normal als Gegenspieler herausgenommen werden. Normal. Aber der Kampf zwischen AMD und Nvidia ist aktuell wirklich unerbittlich. Denn was macht Nvidia? Nachdem AMD die Daten und Preise der RX 5600 XT offiziell gemacht hat, richtig, die RTX 2060 hier wird im Preis auf 299 US-Dollar bzw. 319 Euro reduziert. Eine durchaus beachtliche Preisreduzierung und eine ganz klare Ansage an AMD. Denn nun ist die RTX 2060 nur minimal teurer, schneller und bietet noch dazu Raytracing als exklusives Feature an. Okay, das habe ich euch eigentlich alles schon im letzten News-Video erzählt, aber nun hat AMD offensichtlich schon reagiert. Jetzt fragt sich der Kundige, das Monty-Zuschauer nur, wie das? Die Karte erscheint doch heute. Und genau daran sieht man, dass AMD die Bedrohung durch die RTX 2060 wohl sehr, sehr ernst nimmt. Am Preis wollte man wohl nicht mehr drehen. Da die RX 5600 XT aber quasi den gleichen Chip wie die RX 5700 nutzt, ist es ja ein leichtes, noch an der Leistung zu schrauben. Denn die RX 5600 XT ist vergleichsweise niedrig getaktet. Und das natürlich nicht ohne Grund. Denn diese soll ja der RX 5700 nicht zu nahe kommen. Okay, das ist bis heute jetzt natürlich keine offizielle Aussage von AMD, aber trotzdem wohl Fakt und kein Gerücht. Denn sowohl Sapphire als auch PowerColor, also die beiden Haus- und Hof-Grafikkartenbrutzler von AMD und auch MSI haben die Leistungsdaten in den technischen Daten ihrer RX 5600 XT-Karten einfach mal angepasst. Und natürlich nach oben. So wurde der Boost der berühmten PowerColor Red Devil mal eben um ganze 130 MHz angehoben. Also von 1620 auf 1750 MHz und auch der Speicher auf 14 Gigabit per Sekunde beschleunigt. Bei Sapphire sieht es ganz ähnlich aus. Die Pulse boostet nun auch mit stolzen 1750 MHz und einem Game-Takt von 1650 MHz mit ebenfalls 14 Gigabit die Sekunde Speicher. Und auch die TDP wird von 150 auf 160 Watt angehoben, was wohl jetzt kein allzu großes Problem für die Kühlung darstellen sollte. Ja, und das Ganze wird dann natürlich über eine neue BIOS-Version realisiert und hier ist nun leider der berühmte Pferdefuß. Denn zum Release wird es natürlich unmöglich sein, alle Karten noch zu aktualisieren, da die meisten wohl schon längst bei den Händlern liegen. Aber man wird dies dann wohl selbst nachholen können. Wie, das ist jetzt allerdings noch nicht bekannt. Und bevor es nun weitergeht, möchte ich euch auf meinen heutigen Videosponsor World of Tanks hinweisen. Und das heutige Video wurde gesponsert von Wargaming und ihrer legendären Mehrspieler-Panzer-Action World of Tanks. Und ich bin sicher, dass ich den meisten von euch nicht viel erzählen muss, denn World of Tanks ist einer der meistgespielten Free-to-Play-Titel überhaupt und das gibt's schon seit geschlagenen 7 Jahren. Und hier geht es, wie der Name schon sagt, um Panzer-Action vom Feinsten, die du in wenigen Minuten schon völlig kostenlos selbst spielen kannst. Anmelden, downloaden und direkt einsteigen. Ein wirklich super verständliches Tutorial führt dich durch alle Schritte und Taktiken, damit du auch als Sieger aus dem nächsten Kampf heraustreten darfst und Massen von Belohnungen einstreichen kannst. Hunderte Panzer, Upgrades und Teammates warten auf dich in spannenden 15 vs. 15 Schlachten mit zigtausenden Spielern täglich. Selbst Gefechte mit 60 Spielern sind möglich.
Spaß ist hier also vorprogrammiert. Und das Beste, trotz seines Alters bietet World of Tanks feinste Grafik auf dem aktuellen Stand der Technik, da diese natürlich der aktuellen Technik angepasst wurde. Ganz besonders wichtig natürlich für meine Zuschauer, die grafisch nur das Beste wollen. Und damit euch der Anfang noch leichter fällt, gibt es von mir den Einladungscode TANKTASTIC, den ihr direkt mit dem Link in der Videobeschreibung aufrufen könnt. Denn hier winken ein paar wirklich feine Extras. Ein T-127 Panzer, 500 Gold und das Beste, 7 Tage Premium. Also mehr Credits und mehr Erfahrung. Bei diesen Bonus-Features klickst du am besten gleich auf den Link und lädst das Spiel schon mal runter, solange du mein Video zu Ende guckst. Daher wünsche ich dir schon mal viel Spaß mit World of Tanks. Und weiter geht's. Der berühmte Epic, der hat auf Twitter ja auch schon erste Benchmarks vom 3D Mark einer Sapphire 5600 XT Karte mit neuem BIOS veröffentlicht. Seinen Angaben kann man in der Regel übrigens immer trauen. Ja, und die Benchmarks sprechen eine klare Sprache und sind knapp 10% höher als die vorherigen von Epic geposteten Benchmarks und sollten demnach nun selbst eine RTX 2060 hier überbieten. Auch wenn nicht ganz klar ist, welche Sapphire-Karte das nun genau ist, ist der Leistungszuwachs natürlich beachtlich. Zu beachtlich wohl, denn zur RX 5700 fehlen ja nur noch wenige Prozente und ja, diese könnte fast nur noch mit ihren 2 GB mehr in Speicher punkten. Wenn ihr euch also eine RX 5600 zulegt, dann denkt dran, nach dem Kauf das neueste BIOS aufzuspielen, um auch natürlich auch die volle Leistung freizuschalten. Interessant an dieser Stelle ist übrigens noch, dass auf der Homepage von AMD weiterhin die alten Daten hinterlegt sind. Also ist weiterhin nicht ganz klar, ob Sapphire, PowerColor und MSI hier ihre eigenen Wege gehen oder ob das neue offizielle Werte von AMD selbst sind. Aber ich muss gestehen, der Konkurrenzkampf ist schon heftig gerade und es macht wirklich Spaß, das aktuell zu verfolgen. Vergessen sollte man aber weiter natürlich nicht, dass eine RTX 2060 halt auch noch Raytracing mitbringt, also schon noch einen Trumpf in der Heatpipe hat. Und weiter geht es mit Big Navi. Unglaublich, aber wahr. Ja, es ist jetzt schon die dritte Big Navi News in ganz, ganz kurzer Zeit. Und erstmal noch kurz für die Neuen unter euch. Was ist denn Big Navi? Als Big Navi wird AMDs zukünftige High-End-Grafikkarte bezeichnet, die es dann mit einer RTX 2080 Ti von Nvidia oder gar deren Nachfolger aufnehmen soll. Bisher allerdings nur ein pures Gerücht. Vor kurzem aber von Tante Sue, also AMDs CEO, in einem Interview ohne Zeitangabe bestätigt. Und dass das kein Zufall war, das beweist nun, dass Lisa Su sogar mehrfach wieder auf Big Navi einging und sogar ein Release für 2020 bestätigt. Das Ganze sogar auf einem eigenen Video auf deren YouTube-Kanal. And I've heard a little bit through you know, Twitter and Reddit that people are wondering about, you know, Big Navi. And you know, I can say you're gonna see Big Navi in 2020. Okay, 2020 hat gerade natürlich erst angefangen und es ist noch ganz schön lang hin. Im schlimmsten Fall dauert es also noch 11 Monate bis zu Big Navi. Wobei AMD aber auch bekannt für Verschiebungen ist und ja, ich wäre tatsächlich nicht überrascht, wenn es doch erst 2021 soweit sein wird. Irgendwie glaube ich das aber nicht, denn AMD muss einfach Gas geben und Big Navi am besten sogar schon vor Nvidias RTX 3000 auf den Markt bringen. Noch dazu werden die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X ja auch mit einem ähnlichen Grafikchip arbeiten. Daher ist wohl eher so im dritten Quartal 2020 damit zu rechnen. Und ja, wer weiß, vielleicht sogar zur Gamescom 2020. Wichtig ist anzumerken, dass Big Navi nicht auf der aktuellen Navi-Architektur der RX 5000er Grafikkarten basiert, sondern schon auf Navi 2 bzw. ADNA 2 und damit natürlich auch Raytracing in Hardware mitbringen wird. Und ja, noch viel mehr weiß nun mal wieder das berühmte chinesische Chip-Forum. Man muss zwar sagen, dass viele Sachen, die hier genannt werden, oft auch wirklich sehr nah an der Wahrheit dran sind. Den dicken, fetten Gerüchtestempel muss ich der News aber natürlich trotzdem verpassen, denn es ist und bleibt natürlich ein Gerücht. Demnach wird der eventuell Navi 21 genannte Chip nicht nur doppelt so groß sein wie Navi 10, also der auf der RX 5700 XT arbeitet, sondern auch doppelt so viele Compute Units und damit natürlich auch Shader-Einheiten enthalten. Das in Zusammenhang mit einer eventuell verbesserten Fertigung und Architektur könnte eine RTX 2080 Ti tatsächlich problemlos in die Schranken verweisen. Rein rechnerisch würde die Karte dann nämlich über 5120 Shader verfügen, was übrigens ein neuer Rekord im Heimbereich wäre.
Trotz der beeindruckenden Effizienz von Navi könnte bei so einem großen Chip dann aber auch der Stromverbrauch etwas außer Kontrolle geraten, da selbst ein EX5700 XT ja schon mit einer TDP von 225 Watt angegeben ist, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Und das Ganze würde eigentlich ganz gut mit dem Gerücht vor einiger Zeit zusammenpassen, in dem eine unbekannte Radeon-Karte eine 2080 Ti um satte 17% geschlagen hat. Aber wie ich im Video dazu natürlich sagte, klingt das alles natürlich sehr beeindruckend. Könnte für eine RTX 3080 Ti dann aber doch klar zu wenig sein, denn natürlich wird Nvidia hier nicht tatenlos zusehen. Und die letzten Gerüchte, die sprachen ja gar über 50% mehr Leistung der RTX 3000er Karten. Bevor ich nun aber zum Hauptthema des heutigen Videos komme, will ich noch kurz bei AMD bleiben. Denn die Jungs und Mädels vom 3D Center haben sich die Mühe gemacht und mal die Verkaufszahlen der RTX 2060 bis 2080 und der EX 5700er Grafikkarten von Mindfactory zusammenzustellen und sind zu einem überraschenden Ergebnis gekommen, mit denen ich jetzt persönlich nicht gerechnet habe. Allgemein wird laut 3D Center ja von einem Verhältnis von 70 zu 30 zugunsten von Nvidia Grafikkarten gesprochen. Im Bereich der EX 5700er Grafikkarten sieht dieses aber wohl ganz anders aus, falls man den öffentlich einsehbaren Verkaufszahlen von Mindfactory auch Glauben schenken darf. Demnach wurden nämlich sogar etwas mehr EX 5700 XT verkauft als RTX 2070 Super und damit auch weit mehr als RTX 2060 Super, nämlich ganze 13.690 Stück. Und da kann keine der Nvidia Grafikkarten mithalten. Die RTX 2070 Super bringt es hier aber immerhin auf 13.175 Stück. Die EX 5700 ohne XT bringt es auf 4.510. Zwar nicht ganz so viel, aber es lässt sich halt sehr gut erkennen, dass AMD laut diesen Zahlen ordentlich aufgeholt hat und Nvidia ordentlich auf den Fersen ist. Von einem 70 zu 30 kann hier definitiv keine Rede mehr sein. Es geht wohl eher so in Richtung 50-50. Und ja, die RTX 2080 Ti, die kann man hier wirklich rauslassen, da die paar Stücke hier definitiv nichts dran ändern werden. Auf jeden Fall, Chapeau AMD, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, jetzt muss nur noch Big Navi richtig einschlagen und ja, im Grafikkartenmarkt ist endlich wieder richtig was los. Apropos los sein, die Gerüchte um die RTX 3000er Grafikkarten, die kommen aktuell ja so richtig lawinenartig in Wallung. Ewigkeiten passierte wirklich rein gar nichts dazu und mittlerweile kann ich ja schon fast täglich darüber berichten. Aber auch wenn das heutige Hauptthema des Videos ist, Warnung, ja, ihr wisst genau, was jetzt kommt, aber der Wahrheitsgehalt der gleich folgenden News, der ist doch mehr als nur vage, daher mache ich den Gerüchtestempel jetzt auch mal eine Spur größer. Ja, und warum? Damit natürlich auch der Letzte versteht, dass ich hier jetzt nicht auf Bildniveau News raushaue, sondern ganz klar darlege, dass das alles Blödsinn sein kann. Und ich denke mir das alles natürlich auch nicht aus. Das ganze Internet wird aktuell nämlich genau von diesen News überschwemmt, die ein nagelneuer Twitter-Account namens Kitty Corgi rausgehauen hat. Dass das Ganze fast zeitgleich auch bei MyDrivers veröffentlicht wurde, könnte aber durchaus ein Indiz dafür sein, dass das Ganze ja dann vielleicht doch wahr sein könnte. Allerdings könnte es natürlich genauso gut sein, dass der eine einfach vom anderen abgeschrieben hat. Ja, wir wissen es einfach nicht. Heiß sind die Infos aber auf jeden Fall. Und es geht hier um die RTX 3080 und RTX 3070, also die Karten, die wohl als erstes veröffentlicht werden, sollte Nvidia an seinen Veröffentlichungsstrategien jetzt nichts groß ändern. Demnach geht es um die Chips GA103 und GA104 mit der Ampere-Architektur für die 3080 und 3070. Was für beide Karten dann übrigens laut den Bezeichnungen 103 und 104 ja dann sogar eine Aufwertung bedeuten würde, da die bisherigen 2080 bisher den 104er und die 2070 hier den 106er nutzte. Der GA102 wird wie immer natürlich für eine 80 Ti genutzt und der vollbestückte GA100 ausschließlich für den Compute-Profi-Bereich. Auch daran wird sich wohl ziemlich sicher nichts ändern. Zumindest der GA102 findet aber auch dort Erwähnung, mehr allerdings nicht. Jedenfalls sind zu den GA103 und 104 nun sowohl einige technische Daten als auch Blockdiagramme gepostet worden. Und ob sich jetzt wirklich jemand die Mühe machen würde, solche Blockdiagramme zu fälschen, ich weiß ja nicht. Und laut diesen Daten kommt die vermeintliche RTX 3070 damit 3072 Shadern und einem 256-Bit Speicherinterface daher. Demnach sind hier also 8 oder gar 16 GB GDDR6 Grafikspeicher möglich. Zum Vergleich, die RTX 2070 Super kommt mit 2560 Shadern und 8 GB Speicher daher. Also würde die RTX 3070 knapp 16% mehr Shader bekommen.
Die vermeintliche RTX 3080 bietet mit 60 Stream-Multiprozessoren und damit 3840 Shadern dann nochmals deutlich mehr. Noch dazu soll ein 320-Bit-Speicherinterface dazukommen, was bei Nvidia übrigens einmalig wäre und einen Speicherausbau von 10 oder gar 20 GB ermöglichen würde. Die RTX 2080 Super bietet 3072 Shader und auch 8 GB Speicher. Ja, und das wären dann genau 20% mehr an Shadern bei der RTX 3080. Aber das ist natürlich noch weit von einer RTX 2080 Ti mit 4352 Shadern entfernt. Ob jetzt aber 10 oder 20 GB Speicher verlötet werden, das kann ich jetzt selber kaum beurteilen. Der Schritt zu deutlich mehr Speicher als die aktuell ja normalen 8 GB ist meiner Meinung nach aber längst überfällig. Aber ein Sprung auf nur 10 GB scheint mir ein bisschen mickrig und auf 20 dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Next-Gen-Konsolen dieses Jahr durchaus für eine Knappheit von GDDR6 am Markt sorgen können. Interessant ist in diesem Zusammenhang aber, dass im Mai 2019 ein Tweet von Cobalt7 Kimi auftauchte, der genau diese Speicherbandbreiten übrigens veröffentlichte. Zufall? Oder ist das jetzt vielleicht nur die Grundlage für die neuesten Gerüchte? Und jetzt nehmen wir doch einfach mal an, das stimmt alles, dann könnte es mit Ampere wirklich einen enormen Leistungszuwachs geben. Denn nicht nur deutlich mehr Shader, sondern auch eine neue Architektur, 7 Nanometer Fertigung und damit ein nochmals deutlich höherer Takt können dann wirklich für 30, 40 oder vielleicht gar 50% mehr Leistung sorgen. Wobei ich die 50% mehr Leistung dann trotzdem weiterhin stark anzweifle, trotz der vielen Gerüchte dazu. Weiterhin ist schon so gut wie klar, dass Nvidia die Raytracing-Leistung stark erhöhen will, was auch natürlich bitter nötig ist, wenn Raytracing weiterhin ordentlich gepusht werden soll. Und ja, um eure vielen, vielen Fragen endlich zu beantworten, natürlich werden RTX 3000er Grafikkarten auch PC Express 4.0 nutzen. Und ich behaupte jetzt einfach mal ganz, ganz frech, das ist Fakt. Mit allem anderen würde Nvidia mich dann nämlich nur enttäuschen. Nur sollte man sich jetzt vom PC Express 4.0 keine wirklich entscheidende Mehrleistung im Gegensatz zum PC Express 3.0 erhoffen. Aber einen kleinen Vorteil wird es natürlich sicherlich geben. Und eine RTX 3080 Ti könnte, falls das jetzt alles stimmt, dann shader-technisch in die Region der vermeintlichen Big Navi Grafikkarte kommen, die ja deren 5120 haben soll. Es ist durchaus möglich, dass am Ende beide High-End-Karten dann mit genau der gleichen Shader-Anzahl daherkommen. Und wenn überhaupt, dann legt Nvidia natürlich noch einen oben drauf. Wann die RTX 3000er Karten auf den Markt kommen, das ist übrigens noch völlig offen. Nvidia spricht nämlich kaum darüber. Vermutet werden erste Andeutungen vielleicht auf der hauseigenen GTC-Messe am 22. März, die aber wohl ja kaum Gaming-Grafikkarten im Fokus haben wird. Eine Veröffentlichung vor der Gamescom 2020 halte ich persönlich für fast ausgeschlossen. Aber wer weiß, vielleicht veröffentlichen Nvidia und AMD ja fast zeitgleich auf der diesjährigen Gamescom ihre neuen Grafikkarten. Und das wäre doch mal ein richtiges Fest. Ja, stimmen die Gerüchte denn jetzt? Es ist wirklich schwer zu sagen. Zumindest klingen die ganzen Daten auf jeden Fall ziemlich plausibel. Aber die Quellen, die sind dann doch sehr, sehr unglaubwürdig. Und sagen wir es mal so, ich denke, dass die Daten nicht zu 100% mit den endgültigen Produkten übereinstimmen werden. Die Reise aber wohl ziemlich genau dahin gehen wird, was diese Gerüchte so aussagen. Also leistungstechnisch. Boah, was ein Pensum. Das waren jetzt so viele Grafikkarten-News für heute. Da habe ich nicht mal mehr genug Kraft, meiner 1070 Ti das zu geben, was sie eigentlich mal verdient. Ja, denn seien wir mal ehrlich, ich hatte doch ganz schön lange keinen Auftritt mehr in meinen Videos. Aber hier zumindest als Beweis, ihr geht es gut und naja, im Karton geht es vielleicht nicht ganz so gut. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und wisst ihr eigentlich, was ein Klappspraten ist? Nee, nicht Klappspaten, sondern Klappspraten. Nein? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Und ja, ich hatte lange keinen Hate-Kommentar mehr im Kommentar des Tages. Daher wird es für so einen, glaube ich, mal wieder dringend Zeit. Ja, allgemein will ich solchen Leuten ja eigentlich keine Bühne dafür geben. Aber es ist halt immer wieder schön anzusehen, wie lächerlich sich so einige Hater machen. So auch der German Toxic Nightmare. Als ob du Pisser Ahnung hättest. Da schaue ich mir lieber der Bauer an. Der kann das. Nicht so ein Klappspraten wie du. Boah, wie lange es schon gedauert hat, überhaupt zu verstehen, was unser German Klappspraten mir da überhaupt sagen wollte. Respekt. Aber ich drücke es jetzt mal so aus, wenn du Klappspraten keine Ahnung von Rechtschreibung hast, dann schau doch nicht der Bauer, sondern vielleicht einfach mal in einen Duden oder ein gutes Deutschbuch. Und am besten erklärst du mir nun verdammt nochmal, was überhaupt ein Klappspraten ist.
Aber mal im Ernst, ja klar, den Bauer bzw. der Bauer, den kann man sich auf jeden Fall ruhig mal antun. Der hat definitiv Ahnung. Schönen Gruß übrigens an dieser Stelle. Aber ob der sich wirklich darüber freuen würde, wenn der German Klapsbraten bei ihm zuguckt oder gar einen Kommentar hinterlässt, ja, das bezweifle ich dann doch ziemlich stark. Und bevor es jetzt noch weitere Hate-Kommentare gibt, nein, ich habe natürlich kein Problem mit Leuten mit Rechtschreibschwäche und sehe da oft in den Kommentaren gerne drüber hinweg. Ich selbst habe schließlich auch so meine Fehler. Aber wenn ausgerechnet Hate-Kommentare fast immer mit so einem üblen Deutsch daherkommen, dann finde ich das leider einfach nur lustig. Also German Klapsbraten, viel Spaß beim Bauer. Wobei mich immer noch interessieren würde, warum er den Kommentar denn überhaupt geschrieben hat. Denn so einen richtigen Grund, den nannte er ja gar nicht. Ja, das ist doch mal perfekt. Die letzte Umfrage hat auch mit Grafikern zu tun. Naja, verlassen wir den Bereich heute einfach mal gar nicht. Im Video habe ich ja mal wieder die aktuellen Preisknaller im Hardware-Bereich rausgesucht. Und dabei natürlich auch den neuen Preis der RTX 2060 mit 299 US-Dollar angesprochen. Wo ihr das Video findet, jetzt ernsthafte Frage, natürlich hier in der Infobox, wie oft denn noch? Ich fragte euch, welche Grafikkarte würdest du kaufen? Huch! Ganze 54% geben sich entweder nicht mit so viel oder vielleicht nicht mit so wenig Leistung ab. Ich bin hier wirklich überrascht, dass so wenige in dieser Leistungsklasse zuschlagen würden. Habt ihr alle eine 2080 Ti? Und die soeben genannten Verkaufszahlen der RX 5700 XT. Ja, die belegen es offensichtlich. An zweiter Stelle steht nämlich genau diese mit 27%. Und sie ist damit deutlich beliebter als die RTX 2060 Super mit nur 12%, die nun jetzt beileibe ja keine schlechte Karte ist. Ja, nur hat sie den Preis jetzt nicht so ganz auf ihrer Seite. Sie ist halt einfach ein Ticken zu teuer. Und okay, dass die normale RTX 2060 abstinkt, ja, das kann ich natürlich durchaus verstehen. Ich bin ja jetzt nun mal nicht der Einzige, der über die 6 GB Speicher herzieht. Davon ist aber leider auch die RX 5600 XT betroffen. Beide bieten nämlich nur 6 GB und sind daher wohl eher wenig interessant für meine Zuschauer. Lediglich 2% würden sie nämlich kaufen. Aber ich muss natürlich zugeben, ja natürlich, aktuell kann man mit 6 GB natürlich noch auskommen. Aber es ist ja jetzt schon ziemlich knapp. Wie soll es denn erst nach Release der Next-Gen-Konsolen aussehen, die ganz sicher deutlich mehr Grafikspeicher nutzen werden? Und heute gibt es übrigens wieder eine ähnliche Umfrage. Ja, nur halt so ein bisschen zukunftsbezogener. Auf die RTX 3000er und natürlich Big Navi. Zu finden natürlich in der Infobox. Und ja, natürlich erhält jeder Teilnehmer wieder einen einzigartigen Preis. Nämlich ein von mir unterschriebenes WLAN-Kabel nach Wunschlänge. Und wenn das kein Ansporn ist, also los, mitmachen. Ach, und wenn ihr sowieso schon am Rumklicken seid, dann macht doch direkt noch beim Like und beim Abo-Button weiter. Die sehen sich immer so nach Zuneigung, also habt doch ein Herz. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen. Bis dann.